Hallo zusammen, wir sind hier heute bei Bauer Music. Mein Name ist Ela Querfeld und ich möchte euch hier heute im Namen von Roland das HP 605 vorstellen. Wir fangen an mit einem kleinen Soundbeispiel, das ich euch vorspiele. Dann kriegt ihr mal einen Eindruck, wie das Instrument so klingt. Jetzt würde ich gerne dazu kommen, euch zu erklären, was nun die maßgeblichen Unterschiede zwischen dem HP 605 und dem HP 603 sind. Angefangen beim Soundsystem. Denn während das HP 603 noch ein Stereo-Lautsprechersystem hat, hat das HP 605 vier weitere Lautsprecher bekommen, die es dem Spieler natürlich noch zu einem noch schöneren Erlebnis machen zu spielen. Denn der Klang ist viel räumlicher und viel detailreicher, als es natürlich bei einem Stereo-Lautsprecherset überhaupt möglich ist. Die vier weiteren Lautsprecher sitzen jetzt also hier und deswegen hat auch das Gehäuse etwas Zuwachs sozusagen bekommen, ist also etwas höher geworden, damit wir diese vier Lautsprecher auch unterbringen können. Und was auch noch dazu kam, ist, dass wir zusätzlich zur Bluetooth-MIDI-Schnittstelle jetzt auch noch eine Bluetooth-Audio-Schnittstelle haben, die es uns ermöglicht, jeglichen Audio-Content zu streamen. Das heißt, egal ob von einem Tablet oder von einem Smartphone, egal ob iOS oder Android, ihr könnt alles, was auch immer ihr wollt, im Roland sozusagen zum Klingen bringen, es also als Hi-Fi-Anlage nutzen und damit das Lautsprechersystem auch dafür nutzen, es euch selber begleiten zu lassen und improvisieren zu üben, was auch immer ihr wollt. Das HP 605 gibt es in mehreren Farben. Wir haben einmal Rosewood als Farbe, dann Schwarz-Matt, Weiß-Matt und so wie hier in Schwarz-Hochglanz. Und wenn ihr es einfach selber antesten wollt, kommt doch mal vorbei bei Bauer Music und spielt es einfach an. Viel Spaß dabei!